eigentlich wollte ich reingehen und sagen, Peace, ja, Servus und herzlich willkommen bei mir auf dem Kanal. Das Problem ist, meine Halterung ist weg und die hat es da runtergeledert. Das heißt, ich muss jetzt erstmal ganz kurz die Halterung hinmachen, bin aber gleich wieder für euch da. Passt. Peace und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Nur ein kurzes Video. Ankündigung, weil ja am 15.06. ist ja in Berlin diese E-Mobilitätsparade. Die Parade. Da bin ich auch da. Das heißt, wenn ihr Bock habt, sehen wir uns. Und wenn nicht, dann sehen wir uns auch, weil ich einen Bericht drüber mache. Ich hätte eine Bitte an euch, wenn ihr da seid auf dieser Parade oder wenn ihr generell mir einen Gefallen machen könntet. Und zwar bin ich ja drüber, ein Musikvideo zu machen. Servus! Ich mache ein Musikvideo, das Lied ist fertig. Und in dem Musikvideo brauche ich noch ein paar Leute, die Lust haben mitzumachen. Das wird nichts Besonderes, wie von meinem Kanal gewohnt. Und wenn ihr da mitmachen wollt bei diesem Video, dann einfach ein Bild von euch machen und über diese Mailadresse mir schicken. Und wenn es geht, mit diesem Zeichen, also diese drei Finger hier mit der rechten Hand, weil es wird ein Symbol für das Lied und das würde ich damit reinschneiden. Und wenn ihr nicht wollt, dass er aufs Video kommt, dann schickt einfach kein Bild, dann werde ich dieses natürlich beherzigen und euch nicht mit reinschneiden. Nenne ich das Fockig ins Heimfahrt? Ich sage jetzt mal nein, dafür wird es zu kurz. Oder doch, könnte sein, Fockerchens Heimfahrt, ist egal, ich nenne es einfach Fockerchens Heimfahrt. Ja, ich habe jetzt den Kona gute 3 Wochen, mache ja da noch ein separates Video drüber, und aber nur mal rein für euch als Information, wir haben den und meine Frau fährt schon sehr fleißig und ladet schon sehr fleißig. Hat sich natürlich auch ein bisschen umstellen müssen, was Fahraktivitäten betrifft und Fahrtechnik. Ich sage immer, einen guten Verbrauch kriegt man nicht einfach zusammen, indem man fährt, sondern das ist richtig harte Arbeit, um da richtig gute Verbräuche hinzubekommen. Aber das ist ja eigentlich auch mit Verbrennern so. Ich bin erschrocken, wie easy das Auto zu fahren ist und wie ähnlich das Auto zu fahren ist wie ein Verbrenner. Der Soul, den ich ja habe, ja, ich sage mal der erste Soul E, den muss man schon extrem fahren wie ein E-Auto. Also wirklich vorausschauend und alles mitnehmen, alles nutzen, was man so mitnehmen kann, also bergab und hier auf N gehen und rekuperieren und. Und es ist, ich bin echt überrascht, wie man den Kona fahren kann. Für mich ist eigentlich kein Unterschied mehr zum Verbrenner. Und das ist geil. Das ist wirklich geil, weil man kann auch mit dem Auto oder mit so einem Auto einen Verbrennerfahrer überzeugen und sagen, hey, pass auf, du brauchst dich eigentlich gar nicht umstellen. Du kannst auch schneller fahren und das macht eigentlich nichts aus. Gutes Beispiel, ich habe die Strecke jetzt mir ausgerechnet, von mir zu Hause nach Berlin für nächste Woche. Und dann kannst du eine Autoroute draufklicken. Das heißt, das System rechnet dir automatisch die Ladepunkte ein. Eigentlich wie es bei Tesla auch ist, bloß bei Tesla ist es halt in Echtzeit. Und da ist es so, dass man vorher natürlich sein Auto angibt. Ja, und ich habe angegeben,
Kia Soul EV mit der 30 Kilowattstunden Batterie. Und dann hat er mir, das sind knappe 440 Kilometer von mir zu Hause, und da hat er mir 2 Ladepunkte angegeben und dann Berlin. Also Berlin quasi den dritten Ladepunkt. Das heißt, ich lade daheim, fahre voll los, lade dann so nach 150 Kilometer, lade dann nochmal nach 150 Kilometer und dann sind wir in Berlin und dann passt es. So, das Problem, wir fahren ja nicht mit dem Soul, sondern wir fahren mit dem Kona. So, und wenn wir mit dem Kona fahren, habe ich natürlich in diese Autoroute auch einen Kona eingegeben. Ich habe echt erst gedacht, Focker, ich bin der Noob schlechthin, das weiß ich ja. Aber so ein Noob, ich wusste es jetzt nicht. Ich habe es nicht zusammengebracht. Und habe mir gedacht, okay, irgendwas mache ich da falsch, weil er zeigt mir überhaupt keinen Ladepunkt an. Das heißt, der erste Ladepunkt ist Berlin. Und irgendwann mal schnackelt es bei mir in meinem Vakuum da oben. Da denke ich mir, ach ja, rein theoretisch kann ich ja mit einem Hubs hochfahren. Und ja, das geht. Das zeigt er mal an und sagt, pass auf, Focker, wenn du mit 100% losfährst, dann musst du laden, ja, aber nicht unterwegs, sondern im Hotel. Und dann denke ich mir, ja, wie geil ist das denn? Ja, weil man mit dem Auto einfach einsteigen kann und fahren kann. Und ja, nach 450 Kilometer, vielleicht nach 400, es kommt immer darauf an, wie man fährt, muss man natürlich laden irgendwann mal. Aber wenn wir ganz gechillt fahren, so wie ich ja immer schon fahre, und nicht bloß als E-Autofahrer, sondern vorher auch schon mit dem Verbrenner und auch mit dem Motorrad, komme ich diese Strecke locker an. Das ist voll geil. Gefällt mir. Super schön. Ich habe mir dann auch gedacht, Mensch, Focker macht das Fenster zu, dann zieht es nicht so. Und ich habe mir dann gedacht, mache ich die anderen auch noch zu, dann wird es leiser. Das ist wirklich, der Kona ist wirklich so zu fahren oder sehr nah an dem so zu fahren wie mit einem Verbrenner. Ich fahre mit dem auch anders, ich fahre mit dem grundsätzlich schneller. Ich habe den einmal ausprobiert, bin von zu Hause in die Arbeit gefahren und wieder heim und habe für die gleiche Strecke dann umgerechnet auf 100 Kilometer 2 Kilowattstunden weniger gebraucht als mit dem Soul. Klasse, super. Ich habe runterwärts, habe ich umgerechnet auf 100 Kilometer mit dem immer so ja, 8,5 bis 9. Und mit dem Kona habe ich auf Anhieb, ohne dass ich wirklich besonders ja, aufpasse oder extrem aufpasse, habe ich sofort beim ersten Mal 7,2 zusammengekriegt. Und heimwärts bringe ich, weil es ja ziemlich bergauf geht, kriege ich heimwärts um die 14,3 mit dem und mit dem Kona waren es 12,5. Auch wieder ohne große Erfahrung mit dem Auto. Also das, man kann den bestimmt nochmal weiter runterdrücken, wenn man das Auto länger fährt und auch besser kennt. Genial. Wirklich genial. Klasse. Ist alles Gold, was glänzt an dem Auto? Nein. Ich habe schon einige Sachen gefunden, die mir beim Soul um Längen besser gefallen. Auch beim alten. Den neuen jetzt nicht einmal gerechnet. Und was das alles ist, kommt jetzt demnächst in einem Video. Jetzt am Wochenende drehe ich mal ein Video mit dem Kona eben, stelle den vor. Obwohl ihr das, keine Ahnung, wie oft schon jetzt schon gesehen habt oder wie oft das dieses Thema schon auf YouTube ist. Jeder hat eigentlich schon ein bisschen so seinen Kona vorgestellt oder den Kona vorgestellt. Dass ich das natürlich nicht so professionell mache, das sollte von mir gewohnt sein. Ist so. Und dass das wahrscheinlich eher chaotisch wird, sollte dir auch so gewohnt sein von mir. Schauen wir mal. Ja, was gibt es noch? E-Mobilität ist grausam zur Umwelt, das wissen wir. Jetzt vor kurzem ist ja eine Reportage auf dem, jetzt weiß ich nicht, ich glaube MDR, HDR, weiß ich jetzt gar nicht. HDR gibt es ja gar nicht, HDR ist ja Heidi Ram, die managed, oder wie? Nee, HDR ist ja, gibt es HDR? Nee, HR glaube ich, MDR oder HR, ich weiß, ist egal. Und da sind wieder ziemlich viel ja, falsch recherchierte oder schlecht recherchierte Informationen geleakt worden.
Der Michael Schmidt hat da schon ein Video gemacht und hat sich da furchtbar aufgeregt. Über das Thema bin ich schon lange hinweg. Aufregen tue ich mich eigentlich bloß nur, wenn einer sagt, hey, E-Mobilität ist geil, super. Dann denke ich mir, da muss ich mich gleich aufregen, weil man da, Schwein, das gibt's gar nicht. E-Mobilität ist nicht gut. Natürlich ist E-Mobilität gut, auch wenn man es nicht wissen will. So, und aber das war halt interessant, da kommt am anderen Tag gleich ein Arbeitskollege und sagt, hast du das gesehen gestern? Sag ich, nein, habe ich nicht, um was geht's? Ja, um E-Mobilität, du mit deinem dreckigen, umweltschädlichen E-Auto. Ja, jedes Auto ist umweltschädlich, warum? Da war ich erstmal, ich verteidige das gar nicht, weil jedes Auto umweltschädlich ist. Das ist einfach so. Egal von. Es müsste schon aus Einhornpüpsen bestehen, dass das Ding jetzt umweltschädlich ist. Und so wie, wieso, wie kommst du da drauf? Ja, gestern haben sie es gebracht. Die Produktion eines E-Autos kostet 80.000 Liter Wasser. Da war ich erst mal überrascht, dass es nur 80.000 Liter sind. Ich habe eigentlich mit viel mehr gerechnet. Da bin ich mir sicher, dass er das völlig falsch verstanden hat. Und dann sage ich, 80.000 Liter ist eigentlich nicht einmal so viel, weil ich habe einmal irgendwann mal eine Statistik gesehen, da hat es gesagt, ein Hamburger kostet zur Herstellung, verbraucht ein Hamburger ungefähr 500 Liter Wasser. Das wird dann auf die Kuh gerechnet, geteilt durch, keine Ahnung, 300 Gramm und was alles verwendet wird und Futter und Wasser für die Kuh und Schlachten und alles Mögliche. Und dann haben wir gedacht, wenn ein Burger schon 500 Liter Wasser braucht, dann ist man mit 80.000 Liter für ein E-Auto ja nicht sehr gut. Wie gesagt, ich bin mir sicher, da hat sich da ein bisschen verhört. Und ich habe halt dann einfach als Frage gegeben, okay, ist das jetzt viel oder ist das wenig? 80.000 Liter? Keine Ahnung. Kann ich jetzt schlecht abschätzen. Ist es viel? Gibt es da einen Referenzwert? Weil ohne Referenzwert hat die Aussage völlig überhaupt keinen Sinn. Wieso? Ich habe gesagt, nehmen wir mal ein Beispiel. Was fährst du? Ja, ein Passat. So, ja, okay. Was hat denn der Passat eigentlich Wasser gebraucht, als der hergestellt worden ist? Keine Ahnung, weiß er nicht. Ja, ich auch nicht. Mach dich mal schlau und dann schauen wir mal, ob diese 80.000 viel sind oder nicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht gibt es eine Statistik. Ich habe nicht nachgeschaut. Wenn ihr es wisst, schreibt es unten rein in die Kommentare, weil dann hilft es mir auch weiter. Weil sonst hat das überhaupt keinen Sinn. So. Das heißt, wieder völlige Fehlinformation und einfach bloß irgendwelche Faktennomen völlig durcheinander gebracht und einfach nur mal in den Ring geschmissen und geschaut, wie man da kontert. Und mittlerweile mache ich es ja ähnlich wie der Michael, eigentlich rege ich mich nicht mehr auf. Und mein Chef, der grinst schon immer, wenn einer kommt und irgendwas über E-Mobilität sagt, weil er genau weiß, egal was er sagt, das wird von mir im Mund umgedreht. Da bin ich gut. Ja, und der geht so richtig schön frisch gefotzt wieder aus dem Büro raus. Das ist wunderbar, da grinst er schon immer. Dann ist er, siehst seine Ohren, wie sie so spitzen, dann grinst er immer, wenn er dann geht. Ja, er ist auch für E-Mobilität, er hat keinen, aber es hat Gründe und das ist auch okay. Und ja, also Information im Fernsehen ist immer noch sehr schlecht. Warum das so ist, ja, das haben wir ja schon oft genug festgestellt. Oder warum das so sein könnte, hat mit Werbung zu tun und Zahlungen und so weiter. Aber auf jeden Fall. Da ging es eben auch wieder darum, E-Mobilität rettet die Welt nicht, sage ich immer, sondern E-Mobilität verlagert alles nur ein bisschen. Die beste Mobilität für die Erde wäre keine Mobilität. Aus. Mit dem Fahrrad fahren, zu Fuß gehen. Aber alles, was irgendwie einen Motor hat und irgendwie angetrieben werden muss und befeuert werden muss mit was auch immer, ist schlecht für die Umwelt. Der eine ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger. Gibt es sonst noch was? Mir fällt jetzt momentan nichts ein. Das war einfach bloß wieder ein Lebenszeichen von mir. Und ja, das war's schon wieder. Ich werde mich jetzt am Wochenende, wie gesagt, mal hinsetzen und ein Video über den Kona machen. Danach kommt schon Berlin, da werde ich ja auch was machen.
Wie gesagt, wenn ihr Lust habt und in dem Musikvideo mitmachen wollt, auch wenn ihr nicht dabei seid, dann einfach ein Bild schicken mit diesem Zeichen. Und wenn ihr das nicht wollt, dann nicht. Oder wenn wir uns eventuell in Berlin sehen, könnt ihr das auch in die Kamera machen als bewegte Bilder, was natürlich auch cool wäre. Aber Bilder gehen auch. Schickt es mir nicht zu viel, weil das Lied hat bloß 4,5 Minuten oder so. Ja, genau. Also, Servus sagt locker, euer Volker. Piep.